Dieser Ska ist auf den Knien, ja? Er betet. Ich will ihn fesseln und mitnehmen. Und da zieht dieser Wichser plötzlich ein Messer. Scheiße. Ich spring zurück und schieße. Mitten in sein Gesicht. Gut. Du bist ja toll. Also. Ich freue mich auch, Abby. Oh shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Serovina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Serovina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Und meine Faust sei hart in deinem Gesicht. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Der Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Oh, ich hab das Gefühl, ich hänge ihn ein. Das muss doch unbequem sein. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Burrito. Für den blutigen Abby, Schiss. Tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Manny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich habe genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Sie sind zuverlässig. Okay. Oh, Kitten. Missing Teddy Bear. Ich schaue mich mal noch mal kurz hier um. Hallo Psychopath. Hey, hast du diese Seife, die ich so mag? Die Kieferndinger. Tut mir leid, Abby. Hab gehört, nebenan gibt's eine neue Lieferung. Geh da morgen mal vorbei. Schade. Trotzdem danke. Geht aber mehr Brustmuskeln als Brust, ja. Die ist auf jeden Fall echt ordentlich durchtrainiert. Mit der würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Komm schon. Die haut dir erstmal deinen Schädel in ein paar Einzelteile. Lassen wir Isaac nicht warten. Isaac. Ich glaube, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nicht passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Ihr seid Arschlöcher. Komm, Abby. Ganz einfach. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Aber ich jetzt die restlichen Stunden die ganze Zeit nur sie spielen soll. Deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich.
Ja gut, hier würde ich aber auch wohnen wollen. Wissenschaftlerin, hm? Bitte was? Ich mach das später. Die sind im Stadion. Wie geil ist das denn? Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Und sie ist halt pissig auf sie, weil sie ist ja von Owen schwanger und Owen und sie sind halt, ich weiß nicht, sie empfindet halt was für Owen. Hat man ja vorhin erfahren, so. Dass die da so rumturtelt, aber warum die beiden dann nicht zusammenkamen, keine Ahnung. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Dem geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Ah, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Hallo, Trandor. Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Jessys Tod wurde extrem übergangen, ja. Der wurde voll ins Gesicht geschossen. Ist jetzt auch tot. Einfach. Hat nie existiert. Ja, der wurde wirklich ziemlich übersprungen, als ob er so unbedeutend war, ne? Genau, richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Ich mochte Jesse auch. Ich hatte nichts gegen den. Der ist extra zu uns gekommen, um uns zu helfen und... Ja. War jetzt auch so ein dämlicher Tod. Ach, diese Nase. Ich würde sie abreißen. Ich mochte die Grasplantage. Ja, ich auch. Oh, hier sind die Hunde. Ach, oh, Mann. Hallo. Hallo. Ach, Mann. Oh, das ist Lara Croft mit Testosteron. Ja, die hat ordentlich... Ordentliche Arme. Also nicht nur Arme, ihr ganzer Körper ist durchtrainiert. Hey, Mädchen. No. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. No. Oh, hallo, Bär. Du bist ja voll süß. Ja. Komm, bald spielen. Ja, okay, da du so nett fragst. Hol den Ball. Los, Tenshi.
No. No. Du bist ja fein. Los, hoch. Na, einfach mal über die Mauer werfen. Oh, wäre das assi. Soll ich das mal machen? Das wäre aber richtig... Oh, das ist ja voll gemein. Ja, der Chat ist... Es tut mir so leid, dass der Chat so gemein ist. Das sind einfach alles nur blöde Pisser. Tut mir leid, Kumpel. Mein Fehler. Oh Gott, ihr seid so eine Arschgeigen, ey. Ihr seid so eine Pisser. Oh Mann. Jetzt sitzt ihr da vor der Mauer. Ihr seid so gemein. Alter. Ja, weil ihr mich auf so eine Idee bringt. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus-Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht... Kann ich mehr? Ja, einem das gefällt. Och Mann, jetzt wartet der da. Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Mach dir keine Sorgen. Ich schneide im Chat die Eier ab und dann hast du ein paar Bällchen zum Spielen. Als Wiedergutmachung. Tschüss. Hey, Abby. Hallo. Oh, yes. Rest in peace. Wir haben mal höher gesprungen, hallo? Halt mich da raus. Nein, ihr kriegt alle. Ich bin voll auf deiner Seite, ja? Hey, ich weiß genau, welche Kandidaten. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Da ist etwas eingerostet. Das Scheißding klemmt schon wieder. Hat jemand Schmierfett? Das ist alle. Shit, okay. Was soll's? Das geht schon. Schießstand? Der Verlierer putzt den's. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Cabron. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Oh. Scharfschütze, ja! Ich hab dir es gegeben, du Sackqualle.
Gehen wir zur Basis. Ich hätte hier noch Munition. So kann man Munition auch natürlich verschwenden, ne? Die gute alte Sackwalle. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Nicht ernsthaft, ey. Mit ihr muss ich Münzen sammeln. Och, nee. Vor allen Dingen, die sind so winzig. Wo soll ich denn diese ganzen Münzen finden? Ohne Guide kannst du das vergessen. Wenn ihr irgendwo eine Münze seht oder so und ich laufe dran vorbei, dann schreit, da, halt, stopp! Aber Daddy sammelt doch gar keine Münzen mehr. Lass sie doch sammeln. Alice sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr gut. Wir müssen... Oh ja, viel Zeit mit ihr. Mm. Gracias. Boah, die haben ja auch eine richtige Festung hier. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbrauchen. Ich habe ein paar extra Aufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Wo willst du hin? Zwei. Truck S24. Nee, die ist nur fett. Nee, die ist immer nur so fett. Wow. Eigentlich sieht man es, dass sie schwanger ist. Das ist ein praller, runder Bauch. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir da nicht so einen Kopf drum. Also die Schwanger hat auf jeden Fall ein Airbag. Verdammtes Gas. Wie weit bis zur Basis? Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Ich finde das eine dumme Aktion, wenn man hochschwanger ist und dann so eine Aufgaben annimmt. Das ist einfach saudämlich. Völlig verantwortungslos. Ja.
Also das finde ich auch ziemlich dämlich. Aber es ist voll geil, dass wir einen Hund bei uns haben. Aber ich sehe schon, dass da irgendwas passiert, ey. Münze! Kentucky. Kentucky Bourbon. Wie ist das so, dafür zu sorgen, dass Abby sicher durchkommt? Jimmy? Fuyu. Hey, Abs. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Rohrbombe? Können wir es ihr in den Popo stecken, dass sie explodiert? Danke. Vielleicht hätten wir draußen riskieren sollen. Nee. Wir packen das. Also die macht Rohrbomben, okay. Habe ich schon gesagt, dass ich sie nicht mag? Ja, gut. Nein, nicht ihr, sondern Abby. Ich will doch nicht der Schwangerin das die Rohrbombe geben, sondern Abby. Ich hasse Abby. Die anderen interessieren mich alle gar nicht. Abby ist diejenige, die ich nicht mag. Sie hat halt etwas getan, was ich nicht schön fand. Aber sie, ich kann verstehen, dass sie so reagiert. Sie hat ja ihren Vater auch durch Joel verloren, aber so brutal, wie sie vorging, ey. Leute, hier ist jemand infiziert. Ja. Lol, Ben. Lass die Schwangere in Ruhe. Ich versuche jetzt hier noch sicher irgendwie durchzukommen. Ich glaube, ich mache für heute dann aber Schluss. Meine Nase ist so ätzend im Moment. Die braucht kein Messer. Nee, die hat ihre Arme. Das reicht doch völlig.
Komm, kuscheln! 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 Nice. Alles sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mezcal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Was labert der? Den kann ich auch nicht leiden. Er soll seine Gusche halten. So. Hältst deine Gusche, sonst kriegst du mein Rohr in die Fresse. So. Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und seh's mir an. Du bist getriggert? Dann? Gusche, Gusche. Ich kenn's aber nicht anders, Ben. Oh, jetzt. Hey, wie komme ich denn da rum? Hallo, Wuffi. Das klingt aber nicht richtig. Was klingt nicht richtig? Mit dem Rohr? Ist mir doch egal. Na los. Ihr Rohr ist halt lang. Ich passe mich gar nicht an. Alle mal Ben-Ban. Danke. Oh, jetzt muss ich hier auch noch leveln, ey. Ich krieg langsam echt Kotzreize. Darüber springen? Darüber? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist ein Klicker. Ja, leider. Ich meine...